Würde ich gegen einen Ringer gewinnen, der seit 25 Jahren ringt, davon 12 Jahre professionell in der Bundesliga? Ganz gewiss. Also wenn wir davon ausgehen, es ist ein reiner Ringer, macht nichts anderes als ringen, und der Kampf ist ohne Regeln oder zumindest nach MMA-Regeln, dass er darf das tun, was auch immer er will, sein ganzes Ringen, und ich darf das tun, was auch immer ich will, meine ganze Kampfkunst, dann wird der Ringer keine echte Chance haben, weil er hat keine echte Möglichkeit, den Kampf sauber zu beenden. Er wird ganz sicher das bessere Ringen haben. Klar, okay. Aber ich kann schlagen, ich kann treten, ich kann Ellbogen, ich kann auch clinchen, ich kann auch ein bisschen ringen. So mega leicht bin ich dann doch nicht. Und mich am Boden zu besiegen, wird für ihn unmöglich sein. Dazu hat er keine Möglichkeit. Bodenkampf ist meine absolute Spezialität. Nur wenige Leute auf der Welt würden mich im Bodenkampf wirklich auch besiegen können. Insbesondere, wenn wir davon ausgehen, der Schiedsrichter mischt sich nicht ein, okay? Ich kann ruhig mal auch ein Päuschen machen, gönn mir meinen Atem, Junge, aber brech mir einfach nicht den Kampf ab. Aber ich glaube, ein Ringer könnte mich nicht mal wirklich in so eine Situation bringen, sofern er nicht das deutlich gelernt hat und gutes Training davon hat. Nein, würde ich am Boden auch dann einfach irgendwie zum Tappen bringen oder etwas. Ringer haben auch die furchtbare Angewohnheit, auf den eigenen Bauch zu legen und den Rücken dem Gegner zu zeigen, was halt im Ringen kannst du das schon machen. Aber gegen einen Grappler ist es dann halt einfach ein absolutes, nicht gerade Todesurteil, weil wir kämpfen ja nur. Aber hast dann halt verloren. Wenn du dir mit deinem Rücken zeigst, dann schlinge ich meinen Arm und deinen Hals und drück zu und dann ein paar Sekunden später ist fertig, egal wer du bist.